Herzlich willkommen in der Golfakademie St. Leon Roth. Wenn Sie sich einmal einen jugendlichen Golfer ganz genau angeschaut haben, fällt auf, dass diese meist nur eine sehr schlechte Balance haben. Probieren Sie selber einmal einen 200 Meter Drive zu schlagen, wobei Sie das Gleichgewicht verlieren. Sie werden feststellen, das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Natürlich könnte ich Ihnen jetzt irgendwelche Hightech-Trainingsgeräte empfehlen, die genau dieses Balancegefühl trainieren. Aber ich möchte das Ganze so simpel wie möglich halten, damit wirklich jeder dieses Training durchführen kann. Übung 1. Spielen Sie alle Schläge barfuß. Wirklich alle. Putten, chippen, pitchen und vor allem Bunker und lange Schläge. Übung 2. Chippen Sie zuerst mit beiden Füßen zusammen. Sollte dies ohne Probleme klappen, können Sie sich in folgender Reihenfolge langsam steigern. Beide Füße zusammen mit dem Gewicht auf der Ferse. Beide Füße zusammen mit dem Gewicht auf den Zehenspitzen, einbeinig auf dem stärkeren Fuß, einbeinig auf dem stärkeren Fuß mit dem Gewicht auf der Ferse. Einbeinig auf dem stärkeren Fuß mit dem Gewicht auf den Zehenspitzen, einbeinig auf dem schwächeren Fuß, einbeinig auf dem schwächeren Fuß mit dem Gewicht auf der Ferse, einbeinig auf dem schwächeren Fuß mit dem Gewicht auf den Zehenspitzen. Denken Sie aber immer daran, dass Sie sich nur steigern, wenn Sie die Chip-Bewegung noch sauber durchführen können. Wenn ein Jugendlicher mindestens eine dieser zwei Übungen zweimal die Woche trainiert, wird er sich in kürzester Zeit in seiner Balance deutlich verbessern und wird somit weniger Probleme beim Golfen haben.